Wir beginnen morgen bei unserer letzten Sitzung in diesem Jahr mit einer Angelobung. Doktorin Sabine Klausner wird neue Kollegin im Landtag und Ottmar Schnegelberger verabschieden wir. Das ist der erste Tagesordnungspunkt. Und dann widmen wir uns den Themen Wohnen, leistbares Wohnen und Zuweisung wohnbarer Fördermittel, aber auch der Umwelt. Einerseits Glyphosat ist ein Thema, andererseits Ausweisung von Natura 2000 Gebieten. Bei der Aktuellen Stunde haben wir das Thema Zukunft der Pflege, ein wichtiges Thema für die Salzburgerinnen und Salzburger.